mein Name ist Katrin Baumstark. Ich bin seit letzter Woche die Direktorin des Bezirks Kunstforums und war davor die Kuratorin seit 2016. Dieses Haus, das für einfach tolle, kleine, feine Ausstellungen steht, begeistert mich immer wieder. Dieser Slogan, den man jetzt gerade auch in Hamburg sieht, eben offen, das steht, finde ich, auch fürs Haus. Also es ist offen für Hamburg, für die Hamburger, für die Menschen. Und ja, das entdeckt man schon im Eingangsbereich. Es ist nicht mehr wie früher, man hat diese engen Türen und muss gucken, sondern man wird wirklich empfangen von einer großen Treppe, die einen einlädt zu entdecken, Kunst zu entdecken. Und das finde ich einfach ganz klasse, weil dafür steht das Bezirks Kunstforum. Das finde ich auch wichtig, dass wir wirklich diese Offenheit haben, diese Transparenz auch haben. Ja, Museen und Ausstellungshäuser müssen in die Mitte der Gesellschaft und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich finde es auch wichtig, mit dieser Ausstellung dazu beizutragen, Debatten anzuregen und eben nicht so eine Exklusivität vermitteln zu wollen, sondern wirklich dieses Offen für alle und jeder kann Kunst für sich erleben, wie er es möchte, und das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir achten immer noch auf diesen konzentrierten Blick, wie wir ihn ja nennen, also auf Ausstellungen, wo man wirklich sagt, ich habe eine Stunde Zeit oder zwei und mir wird eine Geschichte erzählt und ich werde mitgenommen, und das fanden wir auch sehr wichtig. Was natürlich für mich schön ist, wenn ich jetzt Ausstellungen kuratieren kann, dass ich nicht mehr in diesen zwei Ebenen denken muss, also dass ich nicht mehr sagen muss, und wo fange ich an und wo ende ich und wie gewichte ich, sondern ich habe wirklich diesen leeren Raum quasi, den ich bespielen kann und der aber trotzdem ganz viel vom alten Bezirks Kunstforum noch hat. Das finde ich, also diese Verbindung aus neu und alt finde ich so spannend. Wir haben eben diesen Terrazzo, den gleichen, den wir von drüben kennen. Wir haben die Lichtdecke, alles natürlich noch moderner und in einem, die Lichtsituation selber ist natürlich modern angepasst. Wir haben auch Säulen wieder, aber eben keine Jugendstilsäulen, wie wir sie vom Alten kennen. Also ohne die Mosaike, mit denen es dann doch irgendwann schwierig ist zu spielen. Also kann ich sie in die Ausstellung integrieren, muss ich sie einmauern, wie gehe ich damit um? Und jetzt sind es einfach weiße Säulen, die aber trotzdem irgendwie ja noch eine Erinnerung haben und auch den Raum ja unterbrechen und auch spannend machen, dass es eben nicht nur dieser White Cube ist, sondern da wirklich eine Architektur drin ist, die auch immer wieder anregt, Neues auszuprobieren. Ich glaube, was mit den neuen Räumen passiert und auch mit der neuen Ausstellung ist, dass wir unser Spektrum einfach erweitern. Also wir waren vorher Antike bis 60er Jahre, sage ich mal, also klassische Moderne und dann noch ein bisschen drüber hinaus. Und auch mit der Ausstellung Here We Are Today, die ja sehr zeitgenössisch ist, also die sich mit den aktuellen Positionen der Videokunst und Fotografie beschäftigt, zeigen wir einfach ja eine neue Sichtweise, eine ganz aktuelle Sichtweise auf die Welt. Und das finde ich schön, dass wir eben wirklich dieses Spektrum erweitern können, ohne das alte Bezirks Kunstforum irgendwie aufzugeben, sondern einfach nur, und steht noch mehr zur Verfügung. Wie immer von der Antike, nur eben bis heute. Und das macht ja Spaß.